Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es meinen Lesemonat von April geben. Ich habe tatsächlich sagen und wurmen neun Bücher geschafft. Und wenn ihr neugierig seid, welche das waren und wie sie mir gefallen haben, dann bleibt jetzt gerne dran. Wow, der April war einer der besten Lesemonate seit gefühlt mehreren Monaten, wahrscheinlich seit über einem halben Jahr. Das ist wirklich, oh Gott, da oben sitzt eine Spinne, es tut mir leid. Oh, geh weg. Wobei die noch geht, aber sie stört mich trotzdem. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass sie sich hier gleich vor uns abseilen wird, um das Video zu crashen, aber egal. Ja, es war auf jeden Fall einer der besten Lesemonate seit bestimmt einem Dreivierteljahr sogar. Ja, schön. Ich habe ganze 6 Hörbücher gehört und 3 Bücher gelesen. Wenn man bedenkt, dass ich eine Woche lang über kontinuierlich Besuch hatte, weil meine Mama und meine Tante und was weiß ich nicht, wer alles da war, ist es eigentlich ganz solide, möchte ich behaupten. Auch was ich selbst gelesen habe. Eigentlich hätte ich auch noch ein 4. beendet, aber ich war am 30. abends dann so müde, obwohl ich nur noch irgendwie 50 Seiten hatte, dass ich die nicht mehr geschafft habe, was mich total ärgert, weil dann wären es 4 Bücher gewesen und es wären 10 gewesen und wow, das wäre richtig krass viel gewesen. Aber egal, es geht ja nicht um die Menge, sondern um die Geschichten und alle genannten Bücher findet ihr wie immer in der Infobox verlinkt. Deswegen starten wir jetzt auch durch, weil es halt um die Geschichten geht und sie krabbelt, aber zum Glück in die andere, also Richtung euch. Aber euch stört das nicht, ihr sitzt ja zum Glück vom Monitor oder vom Bildschirm. Nein, nein, nicht in die... jetzt krabbelt Spider-Man in meine Richtung. Jetzt dreht sie sich wieder. Okay, entweder ich ziehe das jetzt durch und bin stark oder ich rufe meinen Mann und mache das kleine Mimöschen. Ich weiß noch nicht, ich beobachte das Ganze hier noch einen Moment. Und wir starten durch mit dem ersten Buch. Da habe ich nämlich als Hörbuch gehört... Alles, was du suchst von Mary Frost. Das ist eine Reihe, die ich hier schon was länger auf dem Sub hatte. Und zwar habe ich die vor 3 Jahren zum Geburtstag von meinem Mann geschenkt gekriegt und habe sie bis dato noch nicht angefangen gehabt. Und jetzt, geh doch weg! Komm! Jetzt ist sie wirklich dahin geflogen. Ich wusste es, jetzt liegt sie da. Jetzt ist sie auf dem Fußboden, das ist ja noch... Naja, wobei, nein, eigentlich ist es nicht schlimmer. Nein, ich zertrete keine Tiere. Geh jetzt. Jetzt ist sie, glaube ich, tot, weil sie runtergefallen ist. Naja, auf jeden Fall habe ich die Reihe zum Geburtstag geschenkt gekriegt vor 3 Jahren. Das war da, wo ich auf der Buchmesse Geburtstag hatte. Und habe sie bis hier jetzt noch nicht gelesen. In der Geschichte geht es um Will und Cameron. Und die beiden treffen aufeinander, weil Cameron für Wills Familie sozusagen eine Website designen soll. Und somit kommt Cameron in das kleine verschlafene Dorf von Vermont. Also in Vermont, im Bundesstaat Vermont. Keine Ahnung, wie dieses Dörfchen hieß. Ich finde es ja auch gerade nicht und natürlich ist Will sexy und verwegen und ja, alles, was Cameron eigentlich nicht haben darf. Doch wie sie sich schlussendlich entscheidet, was zwischen den beiden passiert, ich meine, es ist nur Edith, ich meine, wir können es uns denken, ne? Aber ich fand die Geschichte wirklich schön. Ich mochte das Setting, das ist, glaube ich, alle, also für alle was, die Redwood Love mochten, weil das auch so in diese Richtung geht mit dieser 10-köpfigen Familie da. Also beziehungsweise 13-köpfigen Familie und diesen ländlichen Stil. Es sind Tiere vorhanden und es ist einfach wirklich sehr schön, das Ganze zu lesen. Es hat eine ganz tolle Atmosphäre. Die Charaktere waren mir unsagbar sympathisch. Es geht in der ganzen Reihe um jedes einzelne der Geschwister und ich bin gespannt, wie das sich weiter fortsetzt. Und ja, wirklich für mich ein 5-Sterne-New-Adult-Buch. Ganz toll gemacht und toll umgesetzt. Und die Spinne liegt da immer noch. Egal. Dann als Hörbuch gehört habe ich The Bells, Schönheit regiert von Donyell Clayton. Das ist der erste Teil einer Reihe, wenn ich mich recht entsinne. Und ich muss immer so einen prüfenden Blick nach unten werfen. Es tut mir voll leid, diese Spinne crasht tatsächlich das Video, ohne dass sie irgendwas tut. Sie liegt da, wie gesagt, immer noch sehr benebelt. Wahrscheinlich hat sie jetzt eine Gehirnerschütterung oder so. In The Bells geht es um unsere Protagonistin, wie hieß sie nochmal, Camelia. Und sie ist eine Belle, eine Schöne, sie kommt an den Königshof und möchte einfach die Beste sein, steht dann aber vor der Herausforderung, die Traditionen der Belles zu bewahren oder ihr eigenes Leben zu riskieren, um ihre Welt für immer zu verändern. Ja, ich muss sagen,
Ich fand das jetzt nicht ganz so herausragend. Ich hatte mir wesentlich mehr davon versprochen. Ich hätte viel mehr davon erwartet, weil es sich unsagbar gut anhört. Ich finde die Thematik sehr lobenswert, denn Schönheit ist bekanntlich nicht alles. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und wie man so schön so Sprichwörter sagt, denn nur weil man wunderhübsch ist, heißt das nicht, dass man einen guten Charakter hat und so weiter und so fort. Unsere Protagonistin steht hier auch genau in diesem Gewissenskonflikt, wie sie halt mit diesen Dingen umgeht und trifft Entscheidungen. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze hat schon einen ziemlichen Cliffhanger. Man weiß halt auch, dass es weitergehen muss. Mal schauen, wann der zweite dazu rauskommt. Das Cover ist atemberaubend, darüber brauchen wir nicht streiten. Der Inhalt ist gut gewesen, aber halt kein 5-Sterne-Buch für mich. Für mich eher so 3,5 bis 4 Sterne. Aber ich tendiere gerade mehr zu den 3,5, weil ich auch merke, dass mir das nicht ganz so hängen geblieben ist. Die Geschichte hat mich also nicht so gänzlich gecatcht. Ich war nicht so into it und das ist ja auch immer ein Zeichen davon, dass es kein Highlight war. Weil wenn es ein Highlight gewesen wäre, wäre man total drin gewesen. Man wüsste noch alles, man hätte das noch so präsent. Man hat dann immer so ein gewisses Gefühl, auf jeden Fall ist das bei mir so und deswegen eher 3,5 Sterne. Des Weiteren habe ich auch noch als Hörbuch gehört, Heartless von Sarah Wolf, Der Kuss der Dieben. Hierbei geht es um, wie hieß sie, Sarah? Auf jeden Fall ist sie eine Diebin und soll das Herz des Prinzen stehlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie soll nicht einfach nur dafür sorgen, dass er sich in sie verliebt, nein, sie soll tatsächlich sein Herz stehlen, denn sie ist Sklavin einer Hexe und um selbst frei zu kommen, braucht die Hexe halt das Herz des Prinzen im Austausch für ihr eigenes Herz. Und unsere Protagonistin macht sich dann auf dem Weg an den Königshof und versucht den Prinzen zu umgarnen und ihre Machenschaften durchzusetzen. Ob ihr das gelingt oder nicht und was noch alles passiert, müsst ihr selbst lesen. Ich finde, schon allein vom Klappentext ist klar, was passieren wird. Also ich fand das... Wo ist die Spinne? Sie ist weg. Wahrscheinlich plant sie jetzt ihre Rache und krabbelt an mir hoch oder so. Okay, sie ist weg. Und wie gesagt, ich vermute stark, dass ihre Rache an mir plant. Keine Ahnung, auch nichts dafür, wenn die da einfach runterfällt. Aber naja. fand ich es ein bisschen vorhersehbar, was passieren wird. Also wenn man ganz genau nachdenkt, weiß man ja, okay, es wird sich wahrscheinlich in diese Richtung entwickeln. Kam dann auch so trotzdem. Trotz alledem fand ich den Schreibstil richtig gut. Ich mochte das Hörbuch, das war toll vertont. Es war so alles in eine ganz runde Geschichte. Von mir daher 4,5 Sterne für das vorhersehbare einen halben Stern Abzug. Aber ich freue mich unsagbar auf den zweiten Teil, denn dieser hier endet einfach und man denkt so, er kann doch nicht zu Ende sein, es muss doch noch weitergehen. Tut es bestimmt auch, aber nicht in diesem Buch. Schade, schade, schade. Wir hoffen mal, dass ganz schnell arg bald der nächste rauskommt. Und ja, ich bin schon sehr gespannt und freue mich. Ich freue mich wirklich doll. Zusammen mit der lieben Jenny von Wortgetreu habe ich gelesen, ein Buddy-Read. Seit ewigen Zeiten mal wieder ein Buddy-Read. Und ich habe gemerkt, ich mag es eigentlich doch total gerne, aber ich darf keinen Stress dabei haben, weil dann komme ich nicht hinterher. Das ist, also ich darf mich selbst nicht stressen und ich darf vom Gegenüber keinen Stress haben. Jenny war da ultra mega verständnisvoll, was ich total lieb von ihr fand. Und wir haben zusammen gelesen Infernale Rhapsody in Schwarz von Sophie Jordan. Das ist der zweite Band der Dilogie. Ich habe mal wieder eine Reihe beendet. Ich meine, bis jetzt waren ja hier auch noch rein Anfänger, ne? Ja, vorbildlich, Jessie, vorbildlich. Egal. Auf jeden Fall habe ich den hier beendet und was soll ich sagen? Ich war lange Zeit raus aus dieser Geschichte. Ich glaube, gelesen habe ich sie im Jahre 2015 oder 16, als sie halt erschienen ist, also direkt dann. Und habe dann ewig auf den warten müssen und den dann ewig auch noch auf meinen Sub liegen lassen, was natürlich eine ganz arg schlechte Kombination ist, wenn man sich erinnern möchte. Trotz alledem muss ich gestehen, dass ich sehr gut wieder reingekommen bin. Ich konnte mich gut daran erinnern, was vorher passiert ist. Und ich bin gut in die Geschichte gekommen. Hier geht es ja um das Mördergen, was diagnostiziert wird bei unserer Protagonistin Davy und deren Leben sich dann halt grundsätzlich verändert. Was genau alles passiert, müsst ihr selbst lesen im ersten Band. Der wurde ja von den meisten wirklich mit 5 Sternen bewertet. Auch von mir, meine ich. Und der hier, der zweite, wurde umso schlechter dafür bewertet. Was soll ich sagen? Ich fand ihn eigentlich ganz grundsolide. Es war gut. Es war natürlich so ein bisschen... Ja,
okay, plötzlich. Dann wurde ja auch noch alles aufgelöst. Ich meine, das ist immer so ein zwieschneidiges Schwert. Ne? Einerseits sagt man, ja, man darf keinen zweiten Band schreiben, wenn man es nur unnötig in die Länge zieht. Und andererseits sagt man, ja, es ist jetzt alles nur in den zweiten reingepresst. Wie man es macht, macht man es bekanntlich verkehrt. Und ich fand aber Infernale wirklich gut, trotz alledem. Und deshalb, ja, groß gelobt, hochgetont, einfach gelungener Abschluss meines Erachtens. Jetzt keine atemberaubenden Wendungen, wenn man es so nimmt. Also von mir kriegt das Ganze 3,5 Sterne, solide Leistung. Natürlich nicht annähernd so gut wie der erste Band, aber trotz alledem ein gelungener Abschluss, wie bereits erwähnt und gesagt. Dann habe ich auch gelesen, also selbst gelesen, erstaunlich, oder? Erlingham Academy von Moraine Johnson aus dem Löwe Verlag. Das ist der erste Teil einer Reihe, nämlich Was geschah mit Alice? Das ist eine ganz besondere Geschichte, wie ich finde, denn der Schreibstil ist sehr eigen. Es geht hier um Stevie und Stevie ist ein großer Fan von Sherlock Holmes, Agatha Christie und möchte selbst einfach, dass ihr größter Traum mal eine Leiche finden. Und deswegen, weil sie halt so bewandert auch mit dem Ellingham-Fall ist, nämlich Alice und ihre Mutter wurden damals entführt, wird sie an der Ellingham Academy aufgenommen, um da Kriminologie zu lernen. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Und eines Tages geschieht aber auch an der Academy wieder ein Mord. Und was es damit auf sich hat und wie das Ganze in Stevies Wunschfeld, Gott, das war ein ganz hässlicher Satz, das müsst ihr selbst herausfinden. Ich fand den Schreibstil, wie gesagt, sehr außergewöhnlich. Der ist jetzt, glaube ich, nicht für jedermann was. Es ist schon etwas spezieller. Auch Stevie ist sehr speziell. Die nimmt unter anderem, es ist jetzt doch kein Spoiler, Psychopharmaka, die schon ganz schön heftig sind. Das kann ich sagen, weil ich halt genau in dem Bereich gearbeitet habe und die Auswirkungen tatsächlich sehen konnte. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es im zweiten Band weitergeht. Tatsächlich ist der Ellingham-Fall hier sehr, er ist im Fokus, aber auch nicht wirklich. Also man springt hier auch immer zwischen Vergangenheit, also was damals 1937 passiert ist, und zwischen Stevies Gegenwart. Und in ihrer Gegenwart ist er erst präsenter, wird dann aber schwächer, weil ja halt der andere Mord passiert. Und ja, ich freue mich trotz alledem auf den zweiten. Hoffe, dass der Akt bald erscheint und uns nicht so lange warten lässt, weil sonst sterbe ich nämlich. Das war mal wieder so eine Geschichte, genau nach meinem Geschmack. Die ging so in die Richtung Night School. Das hatte so Internatsflair, es hatte Krimi-Elemente. Und sowas mag ich halt unsagbar gerne. Wenn ihr da irgendwie noch Buchempfehlungen für mich habt, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und jetzt machen wir weiter. Da liegen nämlich immer noch 4 Bücherchen. Und ich habe das Gefühl, die Spinne krabbelt an mir hoch. Wo ist das Biest? Hätte ich sie mal doch getötet, verdammt. Oder wenigstens rausgesetzt. Dann habe ich mir als Hörbuch vorgenommen, ein bisschen rein weiter zu beenden und habe gehört, Der letzte erste Kuss von Bianca Iosovoni. Ich werde ja manchmal mit dem Schreibstil von ihr nicht beim Lesen so gänzlich warm, weshalb es mir unsagbar gut gefällt, ihre Geschichten als Hörbuch zu hören. Da komme ich dann auch ultra gut damit klar, bin total in der Geschichte drin, freue mich über jede Silbe, die da kommt und kann mich total fallen lassen. Auch bei Der letzte erste Kuss war es so. Es geht um Elle und Luke und sie sind eigentlich beste Freunde und haben natürlich die Regel, nee, danke, du und ich, never ever. Doch eines Tages passiert etwas, was natürlich nicht passiert ist. Auf jeden Fall beschreiben die beiden es so. Das war der Postbote. Und das ist so grundlegend die Geschichte, mehr möchte ich gar nicht erzählen. Ich wusste tatsächlich vorher nicht, worum es geht. Ich habe mich einfach überraschen lassen. Das mache ich bei Reihen, wo ich den ersten gelesen habe und der hat mir gut gefallen, total gerne. Denn wozu wissen, was passiert, wenn man sich auch überraschen lassen kann, das ist dann ein bisschen magischer. Und ich mag das einfach. Ich fand es wirklich gut. Ellingham Academy, fällt mir gerade ein, hat übrigens 4,5 Sterne gekriegt. Der letzte erste Kuss hat von mir 4 Sterne gekriegt. War eine gute Geschichte und ich freue mich auf die Folgebände. Am meisten auf den vierten, weil das scheint ja was mit Musik zu tun zu haben. Ne? Aber ich muss erstmal den dritten hören als Hörbuch. Natürlich werde ich sie weiter hören. Wie könnte es anders sein? Und wisst ihr, zu meiner großen Freude gibt es bei BookBeat
eine Buchreihe, die ich diesen Monat angefangen habe und ich konnte sie weiter fortsetzen. Es gibt alle Bände bislang, was mich total freut, denn so konnte ich meine Sucht absolut befriedigen. Ich habe mal wieder einfach überhaupt nicht mich an meine Leseliste gehalten mit diesem Buch und ja, habe mir gedacht, ja, BookBeat läuft bei mir. Ihr wisst ja, BookBeat ist eine Hörbuch-Flatrate, insofern, dass ihr, wenn ihr den Standardtarif habt, sozusagen 30 Stunden Hörbuch hören könnt für 14,90 Euro. Dann gibt es noch ein Familienpaket, wo dann mehrere Konten zusammen für 19,90 Euro unbegrenzt viele Hörbücher hören können. Ich finde das total genial. BookBeat verbessert sich auch von Mal zu Mal, also immer weiter. Die entwickeln immer neue Futures. Ich finde dieses mit dem Familienportal, also dass man sich das jetzt teilen kann, total gelungen und super. Das wäre absolut was für mich, wenn ich denn wüsste, mit wem ich mir das irgendwie teilen könnte. Und ja, ich habe dann einfach bei BookBeat halt weitergemacht mit Mary Falls Reihe. Kein Tag ohne dich, Lost in Love, die Green Mountain Reihe heißt es ja. Und ich bin so froh, dass die da alle haben, ne? Ich bin schon wieder so versucht, den nächsten zu hören, weil mir diese Reihe richtig gut gefällt. Ach ja, also wirklich, wirklich schön. Ich kann euch BookBeat nur empfehlen. Schaut mal in der Infobox vorbei, da verlinke ich euch das auch. Da könnt ihr BookBeat mit mir einen Monat gratis testen, wenn ihr Lust habt und euch dann ein eigenes Bild davon machen. Das ist immer am besten. Die haben auch wirklich, wirklich viele Titel. Also ich höre viele Bücher ausschließlich bei BookBeat. Auf jeden Fall habe ich keinen Tag ohne dich gehört. Und fand das auch wieder gut. Tatsächlich nicht ganz so gut wie den ersten, obwohl ich Hannah als Protagonistin total spannend fand. Aber irgendwie war das mit Nolan alles sehr schnell und wenig dramatisch, wie ich finde. Das, was da so an Drama aufkam, das wurde schnell aus der Welt geschafft. Was auch total schön war, man muss nicht immer das große Drama haben, Gott bewahre. Doch alles in allem ist es etwas oberflächlich geblieben, meines Empfindens nach. Und ja, was soll ich sagen, ist wieder eine gelungene Geschichte gewesen, aber nicht so herausragend wie der erste Teil. Von mir daher nur 4 Sterne. Ich verrate jetzt nicht mehr zum Inhalt. Ihr wisst, dass es um Hannah geht, das reicht. Und wer den ersten gelesen hat, weiß, was Hannahs Thema und Geschichte ist. Und für alle anderen, lest einfach den ersten, dann wisst ihr mehr über Hannah. Die ist wirklich sympathisch und lieb. Ich mag das auch, dass die Protagonisten hier schon ein bisschen älter sind, weil die ältesten Geschwister sind halt schon 35. Will ist 32 gewesen oder ist 32 und das gefällt mir echt gut, weil die halt diesmal so mein Alter sind. Aha, ich bin voll alt. Wow, das ist seit langer Zeit mal wieder ein richtig langer Lesemonat. 2 Bücher haben wir jetzt noch. Und zwar habe ich als nächstes auch noch als Hörbuch gehört, Throne of Glass, die Erwählte aus dem DTV-Verlag. Das war sozusagen, ich habe das Buch schon gelesen, also tatsächlich gelesen und habe es jetzt nochmal gehört und ich kann es euch sagen, ich habe es nicht bereut. Ich habe jede Sekunde genossen, ich fand das einfach unglaublich schön. Ich werde auch den zweiten noch als Hörbuch hören. Ich hoffe, das ist nicht zu überbelichtet, aber jetzt scheint die Sonne wieder und es ist so hell hier drin. Egal. Und ja, ich liebe Throne of Glass. Der erste ist ja tatsächlich nicht der stärkste, sondern die werden unglaublicherweise von Band zu Band besser. Und ja, was soll ich sagen, ich mochte den ersten jetzt trotzdem auch nochmal super gerne, weil ich ihn nochmal hören konnte und habe mich da drin fallen lassen dürfen und bin nochmal in die Anfangszeit von Selena und Co. eingetaucht und es war auch toll, mal die Namen ausgesprochen zu hören, weil das doch anders ist als in meiner Vorstellung. Ja, also wirklich schön. Ich kann es euch nur empfehlen, das mal als Hörbuch auszuprobieren. Ansonsten kennt, glaube ich, jeder Throne of Glass. Ich brauche dazu nichts sagen. Der zweite wird hoffentlich bald dran sein. Und ja, das war es von mir natürlich. 5 Sterne. Wie könnte es anders sein? Ich glaube, damals hat das nur 4 gekriegt. Aber heute war es so gut, dass ich es nochmal mit 5 bewerten musste. Zu guter Letzt habe ich dann noch gelesen Im Herzen die Rache von Elizabeth Miles. Das ist ja eine absolute Suppleiche von mir gewesen. Das lag hier schon so unglaublich lange. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und umso glücklicher war ich, dass ich es jetzt endlich gelesen habe. Es ist eine Geschichte um M, um die kleine Stadt Ascensions. Ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Sie liegt in Maine. Der See ist zugefroren, es besteht Eis, es ist einfach Winter und unsere Protagonistin Emily, die tut etwas, was man nicht tun sollte und
wie sagt man so schön, kleine Sündenbühl, straft der liebe Gott sofort. Auf einmal tauchen drei Mädchen in der Stadt auf, die nicht nur ihr das Leben zur Hölle machen. Und was es genau damit auf sich hat, müsst ihr selbst lesen. Mehr möchte ich tatsächlich auch nicht verraten, einfach weil es sonst spoilern würde. Ich muss gestehen, ich fand das alles ein bisschen verwirrend. Ganz lange Zeit habe ich gedacht, was will die Autorin eigentlich von mir? Was ist das? Es sprang, wir haben nicht nur Emily, sondern auch noch Chase, deren beiden Perspektiven. Und irgendwie war ich total verwirrt und habe gedacht, was soll es? Was will sie mir sagen? Hä? Ich habe das echt nicht geblickt. Obwohl ich wusste, worum es geht, habe ich immer darauf gewartet, dass das jetzt irgendwie mal Thema wird. Und es war irgendwie Thema, aber es war mir nicht bewusst Thema. Und es war alles ein bisschen verwirrend und durcheinander, wie ich fand. Es lichtete sich dann zum Ende und ergab dann auch Sinn, aber trotz alledem war es ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Ich weiß auch nicht. Und gleichzeitig, das ist das Paradoxe an der Geschichte, fand ich so gut, dass ich so denke, ich freue mich schon voll auf den zweiten Band, ich will wissen, wie es weitergeht. Das passt überhaupt nicht überein, das ist echt mega schräg, aber es ist nun mal so. Was soll ich machen? Ja, jetzt gucke ich mal, ob der zweite Band noch mehr Licht ins Dunkel bringt. Ich kann euch sagen, also das ist echt eine Geschichte, die einen so ein bisschen verwirrt zurücklässt. Von mir 3,5 Sterne, nicht herausragend, aber gut. Und auf jeden Fall so ein Potenzial, dass man weiterlesen will, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber es tut es. Ich glaube, manchmal muss es auch nicht logisch sein, was man als Buchnerd so empfindet, oder? Ich weiß nicht. Ja. Das zu diesem Buch, das waren sie, meine neuen Bücher, die ich gehört und gelesen habe. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Bücher fandet, falls ihr sie schon gelesen habt und was ihr so gelesen habt. Schönes. Ich bin sehr gespannt auf eure Nachrichten. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen ganz wundervollen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.